Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Machen wir wieder ein bisschen Bodywork gemeinsam. Freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Helga, die meisten kennen mich eh. Was wir wieder brauchen, werden Kurzhanteln. Wenn du das nicht zu Hause hast, dann nimm einfach Wasserflaschen, eine Matte und natürlich was zum Trinken. Fangen wir an mit dem Aufwärmen, marschieren ganz locker am Platz. Atmen wir ganz tief ein, macht dich lang. Atmen wieder aus. Noch einmal tief einatmen. Und ausatmen. Die Arme ganz fest nach hinten bringen. Daumen schauen nach hinten. Genau, die letzten 4, 3, 2. Genau, mal schön ein bisschen breiter. Nimm die Arme schön dazu. Genau, die Knie schon ein bisschen mehr heben. Die letzten 4, 3, 2. Genau, lass die Beine schön offen, setz dich nach hinten. Mach deinen Rücken gerade, Schulterblätter zusammen, Nabel zieh fest hinein. Genau, die letzten 4, 3, 2. Genau, bleib unten, zieh deine Knie hoch, abwechselnd rechts, links, dreh dich ein bisschen mit. Arme sind schön lang, noch viermal. 3, 2. Genau, mach eine zweite Runde, komm noch einmal tief. 8-mal Beine schön weit öffnen. Fersen belasten. Genau, die letzten 4, 3, 2. Und noch einmal die Knie hochziehen. 8-mal. Wunderbar. Die letzten 4, 3, 2. Genau. Hier noch einmal. 4, 3, 2. Komm schön tief, bitte mach einen Lunge zurück. Einmal rechts, einmal links, die Arme schön lang. Genau, bleib schön unten. Noch 4-mal. 3, 2. Genau, den Lunge seitlich und beide Arme dazu. Dreh deine Knie schön mit. Wunderbar, noch 4-mal. 3, 2. Und den Lunge wieder zurück. 8-mal. Die letzten 4, 3, 2. Genau. Warst hier wieder am Platz. Oder laufe, wenn du das gerne machst. Und zieh deine Fersen schön hoch. 4-mal. 3, 2. Genau. Marschier weiter oder zieh deine Knie hoch. Letzten 4, 3, 2. Und bitte einen Step Touch rechts. Beine schon schließen. Genau, Arme vorne. Hochführen. Noch 4-mal. 3, 2. Deine Ferse. 8-mal. Sehr schön. 4-mal noch. 3, 2. Die Ferse doppelt hochziehen. 2. Genau, noch 4-mal. 3, 2. Mach Single, Single, Double. Single, Single, Double. 2. Single, Single, Double. Noch 4-mal. 3, 2. Mach so weiter, aber zieh die Knie hoch. Single, Single, Double. Da wieder 2. Noch 4-mal. Wunderbar. Bitte marschier noch einmal oder laufe. Fersen hoch. Super. 4-mal noch. 3, 2. Side to side. Komm schön tief. Gegendeckung. Mach deinen Rücken wieder schön gerade. Noch 4-mal. 3, 2. Genau, die Arme kommen nach vor abwechselnd. 8-mal. Noch 4, 3, 2. Genau, noch eine Runde. Die Arme kommen hoch.
Achtmal. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und die Arme abwechselnd. Vorne und oben. Vorne und oben. Noch vier. Nochmal den Step Touch. Letzte vier. Drei. Zwei. Zieh dein linkes Knie hoch. Achtmal. Bisschen aufdrehen. Noch vier. Genau. Bleib bitte da, mach Repeater. Schnelle Wiederholungen. Sehr gut, viermal noch. Drei, zwei, ich habe den Step Touch links. Linkes Bein steigt hinüber. Schultern schön hinten lassen. Die letzten vier. Drei, zwei. So, dein rechtes Knie kommt hoch. Achtmal. Die letzten vier. Drei, zwei, da gib bitte wieder Gas, die Repeater. Achtmal. Noch vier, drei, zwei. Genau, nochmal den Step Touch rechts. Viermal. Drei, zwei. Genau, das linke Knie macht einen Kick. Und dazwischen gehst du ein bisschen tief. Super. Noch viermal. Drei, zwei. Mach das Ganze bitte nach links hinüber. Step Kick zur Seite. Mit tief gehen. Noch viermal. Drei, zwei. Und abwechselnd. Step Kick. Step Kick. Genau. Letzten vier. Drei, zwei, genau, halte bitte in der Hocke unten, nochmal die Fersen schön belasten, der Rücken ist gerade, die Schulterblätter zusammen und den Nabel nach innen ziehen. Viermal, komm noch ein bisschen weiter runter, wenn du kannst und die Ferse vorne aufsetzen. Acht, dazu kommt deine Verneigung. Noch vier, drei, zwei, die Fußspitze nach vor und die Arme ein bisschen länger und immer noch verneigen. Noch vier, drei, zwei, mach das bitte noch abwechselnd, Ferse und Fußspitze, Arme lang. Ferse, Fußspitze. Viermal, drei, zwei, genau, wieder ein Step Touch rechts. Das ein bisschen höher nehmen. Mach den Step Knie nach vorne. Steig rechts vor. Letzten vier. Drei. Zwei. Und dann bleib auch hier bitte noch Repeater. Achtmal. Viermal. Steig links vor, Step Knee. Acht. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Bleib bitte gut da. Mach Repeater. Achtmal. Viermal. Drei. Zwei. Laufen oder marschieren. Achtmal. Noch vier. So, der Step Kick, rechtes Bein. Ganzer Körper geht schon mit. Noch vier. Drei. Zwei. Die linke Seite.
mitgehen mit dem ganzen Körper. Noch 4, 3, 2 und abwechseln. Ein Step-Kick rechts und einer links. Noch 4, schön aufziehen, festhinken. Wunderbar. Marschier wieder. Genau. Rechte Seite auch der Wind, komm schön tief. Nimm die Arme dazu. Noch 4-mal. 3, 2. Halt den Plié. Das heißt, du drehst deine Knie auf, drückst die Ferse in den Boden. Und wenn du möchtest, mach kleine Sprünge. Noch 8. Noch 4, 3, 2. So, auch dann eben wirklich die linke Seite. 8-mal. Arme wieder dazu nehmen. 4-mal, 3, 2. Und bleib wieder im Plié. Wieder schön abfedern. Oder nur halten. 4-mal noch. 3, 2. Genau, die Beine fest durchschütteln. Trink einen Schluck, nimm dir dann wieder den Atem zur Hand. Oder die Wasserflaschen, beziehungsweise du kannst, wie schon erwähnt, auch ohne Gewicht arbeiten. Ungefähr Hüftbreite, vielleicht ein bisschen breiter, Fersen wieder belasten und setz dich schön nach hinten. Genau, den Rücken noch einmal gerade machen, das heißt Schulterblätter zusammen, Nabel nach innen ziehen. Sehr gut. Noch 4-mal, 3, 2. Genau, mach das bitte gepumpt, das heißt, du bleibst kurz unten, tief, 1, 2 und hoch. Tief, 1, 2 und hoch. Die letzten 4. 3, 2, genau, mach so weiter, steig weiter nach rechts, das heißt, tief, bleib unten, steig nach rechts und komm wieder hoch. Noch 4-mal, 3, 2, genau, belaste jetzt dein linkes Bein, mach Repeater, bleib gebeugt im linken Bein. Noch 4-mal, 3, 2, komm wieder tief und wander 3 Schritte nach rechts. 1, 2, 3, dein Knie. 1, 2, 3, dein Knie. Noch 4-mal, 3, 2, zweite Runde, komm auf 1 tief, 8-mal. Machen wir wieder 3 Runden pro Seite. Die letzten 4, 3, 2, mit Pumpe. Tief, bleib und hoch. Tief und hoch. Noch 4, 3. Mach's weiter, steig nach rechts. Tief, bleib unten und Knie. Tief. Noch 4. Genau, belaste jetzt dein linkes Bein. 8-mal. Sehr schön. Die letzten 4, 3, 2. Und weiter 3 hinüber. Bleib schön unten. 1, 2, 3 und hoch. 1, 2, 3 und hoch. Noch 4-mal, 3, 2. Auch in die letzte Runde. Komm wieder auf 1 tief. 8-mal. Schön nach hinten setzen. Noch 4-mal, 3, 2. Genau. Mitpumpen. Tief. 1, 2. Hoch. Tief. 1, 2. Hoch. Noch 4-mal.
3, 2, genau. Machst du weiter, der Schritt zur Seite, tief. Noch viermal. 3, 2, sehr gut. Repeater, 8-mal. Noch 4-mal. Wunderbar. 3 zur Seite gehen. 1, 2, 3, Knie. 1, 2, 3, Knie. Noch 4-mal. Genau. Bleib jetzt hier unten. Belasse dein rechtes Bein den Rücken gerade machen, das linke streckbar zur Seite halten. 8-mal. Pumpe ein bisschen hinein. Letzten 4. Wunderbar. Bleib hier unten und steig mit dem linken Bein dazu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Da gibt es noch eine Runde. Halte noch einmal Pumpe hinein. 8-mal. Noch 4, 3, 2 und steig dazu. 8-mal. Sehr schön, die letzten 4, 3, 2 und das Bein mit der Fest ausschütteln. Ganz locker lassen. Die Arme ein bisschen abrunden, die Knie schön locker und zieh die Arme seitlich hoch. Denk bitte dran, wenn du raufkommst mit den Armen, ganz fest ausatmen. Wunderbar. Die letzten 4, die Schulterblätter schön zusammenziehen. Wunderbar. Bleib jetzt oben. Kleine Bewegung mit den Ellbögen. Nach hinten ziehen. Genau, lass die Ellbögen ungefähr in Schulterhöhe. Sehr gut. Die letzten 4. So, schauen wir, dass wir da auch 3 Runden schaffen. Hoch, tief. Hoch, tief. Letzten 4. Sehr gut. Bleib bitte wieder oben. Zieh nach hinten 8-mal. Sehr schön. Den Hals. Versuch lang zu halten, die Ohren fest von der Schulter wegziehen und umgekehrt. 4 noch, 3, 2 und einmal geht's noch. Komm, fest hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, genau. Bleib noch einmal oben, zieh nach hinten. 8-mal. Wunderbar. Die letzten 4. Und locker lassen. Setz dich bitte wieder tief, so wie vorhin hast du die Beine. Ungefähr hüftbreit, vielleicht ein bisschen breiter noch. Sind schon bei der zweiten Seite. 4-mal. 3, 2. Das Ganze bitte mitpumpen. Tief bleib und komm hoch. Tief. 1, 2. Und hoch. Noch 4-mal. 3, 2, genau. Kombiniere das wieder mit dem Schritt zur Seite. Die letzten 4. Ja. Repeater. 8-mal. Jetzt das rechte Bein schön gebeugt. Noch 4. Sehr gut, wander bitte 3 Schritte hinüber. Schau, dass du wieder ganz unten bleibst und das Knie hoch. 4-mal noch. So, bitte wieder auf 1 tief gehen. Durchgang Nummer 2.
Noch viermal. Sehr gut, hängen wieder das Pumpen dazu. Tief, eins, zwei und hoch. Noch viermal. Sehr gut. Der Schritt zur Seite. Tief, seit, dazu. Tief, seit, dazu. Noch viermal. Wunderbar. Repeater. Achtmal. Noch vier. Genau, die drei zur Seite. Eins, zwei, drei, Knie. Eins, zwei, drei und Knie. Viermal noch. Drei, zwei, so, einmal geht's noch. Auf eins tief. Achtmal. Schön tief gehen. Noch viermal. Drei, zwei. Mitpumpen. Tief, halt die Spannung und komm hoch. Noch viermal. Sehr gut. Komm tief, steig wieder nach links hinüber. Tief, links. Noch vier. Genau. Repeater. Achtmal. Die letzten vier. Genau, Wander zur Seite. Eins, zwei, drei. Hoch. Sehr gut. Genau, noch einmal tief hier. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, genau. Mitpumpen, tief, eins, zwei, hoch, tief, eins, zwei, hoch. Noch viermal. Genau, der Schritt zur Seite. Komm tief, seit und Knie. Noch vier. Deine Repeater, achtmal. Noch vier. So, waren wir noch einmal drei zur Seite. Eins, zwei, drei, Knie. Eins, zwei, drei, Knie. Noch viermal. Drei, zwei. Genau, du belastest jetzt bitte dein linkes Bein so weit wie möglich hinunter, du kannst doch ein bisschen weiter oben bleiben. Natürlich Rücken, schauen wir wieder, dass der gerade ist. Pumpe ein bisschen hinein. Noch viermal. Drei, zwei und steig mit dem rechten Bein dazu. Bleib unten. Kopf bleibt in Verlegung unter Wirbelsäule. Vier noch. Drei, zwei. Und bitte noch einmal halten, hineinpumpen, achtmal. Genau. Die letzten vier. Wunderbar, du steigst wieder dazu. Achtmal. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und locker lassen. Ja, Beine. Fest durchschütteln, tritt dazwischen wieder einen Schluck. Aber was für den Trizepsmuskel tun. Dazu nehmen wir bitte nochmal die Handeln oder Flaschen. Und wieder locker. Beide Handeln zusammen. Ellbogen schön eng. Knie locker, das Becken vielleicht ein bisschen kippen. In diese Richtung kippen, dass du nicht im Hohlkreuz stehst.
Beim Strecken wieder ausatmen. Beim Beugen einatmen. Sehr gut. Noch viermal. Drei. Zwei. Okay. Versuche mal, beide Handeln nur mit dem rechten Arm zu stemmen. Wenn dir das zu schwierig ist, mach wieder den Bunk. Beide Handeln auf beide Hände verteilt. Viermal. Drei. Zwei. Genau. Zweite Seite, der linke Arm. Achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Genau. Und wieder beide. Achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. 4, 3, 2, genau. Bleib in der Haltepumpe. 8-mal. Schön durchhalten. Ellbogen noch ein bisschen enger, wenn es geht. 4-mal noch. 3, 2, genau. Mach noch einen Durchgang langsam auf 1. Beide Arme. 8-mal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, genau. Bleib bitte wieder Pumpe. 8-mal. Letzten 4. Sehr gut. Wieder locker lassen. Komm hier in den Knie. Das heißt, dreh deine Knie ein bisschen auf. Richte deinen Oberkörper auf. Bring beide Arme nach vorne. Und setz dich schön nach hinten. Genau, also wichtig ist wirklich, dass die Knie ein bisschen aufgedreht sind, dass du deine Fersen in den Boden drückst und den Oberkörper, wie gesagt, aufrecht hältst. 4-mal noch. Sehr gut, noch das Ganze bitte auf 2. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Sehr schön. Die letzten 4. Wunderbar. 3 hinunter und einer hinauf. 1, 2, 3 und hoch. 4-mal. Genau. Auf 2. Tief, tief, hoch, hoch. Letzten 4. So, bleib dran bitte noch einmal auf 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und locker lassen. Lass dir noch einmal dein rechtes Bein. Komm ein bisschen tief, Rücken gerade. Und dein linker Arm geht, wenn es geht, mit beiden Handeln zur Seite. Ausatmen, einatmen. Aus, ein. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Das Ganze auf 2. Hoch, hoch, tief, tief. Gleich geschafft. Letzten 4. Die Hand ist ganz locker, dass du wirklich dein Bein schön belasten kannst. Geht 3 hinauf, 1, 2, 3 und tief. Vorletztes Mal. Letztes Mal. Und wir wechseln. Rechter Arm, linkes Bein belasten. Schön runterkommen. Arm am besten am Rücken positionieren. 8-mal auf 1, 7, 6, 5. 4, 3, 2, genau. Auf 2. Hoch, hoch, tief, tief. Letzten 4. So, immer 3 hinauf, einen runter. 1, 2, 3 und tief. 1, 2, 3 und tief. Vorletztes Mal. Und ein letztes Mal.
Genau, locker lassen, fest ausschütteln, Schultern ein bisschen kreisen. Schnapp dir dann bitte zusätzlich zu den Hanteln auf deine Matte. Noch einen schönen Schritt zur Seite. Dann nach vorne, halte dich hier fest, komm hinunter, stell das Knie dazu. Geh bitte in die Rückenlage. Kopf am besten bequem ablegen. Po Backen fest zusammenzwicken und komm hier hoch und tief. Hoch und tief, fest zusammenzwicken. Wenn du mit dem Becken wieder runterkommst, versuche es wirklich in der Luft zu halten, also nicht ablegen, dann ist die Spannung die ganze Zeit da. Ausatmen, einatmen, aus und ein. Noch viermal, noch drei, noch zwei. Genau, bleib jetzt oben, schließ deine Knie. Achtmal, noch eine große Bewegung. Becken bleibt oben. Noch viermal, drei, zwei, genau, noch einmal hoch, tief, zweite Runde. Sollte dir diese Übung zu einfach sein, schieb deine Fersen einfach ein bisschen weiter weg und vice versa, wenn es dir zu schwierig wird. So, bleib bitte wieder oben, die Knie schließen, öffnen, schließen, öffnen. Noch viermal. Noch drei, noch zwei. Komm, eine Runde schaffen wir noch. Komm nochmal hoch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Bleib bitte wieder oben. Schließe achtmal. Wunderbar, das linke Bein belasten, das rechte immer drüber. Komm mit dem Becken noch einmal hoch. Versuche den Becken noch schön gerade zu halten. Die letzten vier, drei, zwei, bitte oben bleiben, pumpen. Achtmal. Sehr gut, viermal noch. Drei, zwei und noch einmal hoch, tief, achtmal. So, wenn du jetzt hier oben hältst und pumpst, mach das, wenn es geht, mit gestrecktem Bein, hast das gleich geschafft. Kommt gleich der Seitenwechsel, viermal. Drei, zwei und locker lassen. Das rechte Bein aufstellen, das linke drüberlegen. Achtmal hochkommen. Becken wieder gerade richten. Noch viermal. Drei, zwei, genau. Bleib wieder halt in der Position. Achtmal pumpen. Letzten vier. So, es geht noch einmal auf 1, hoch und tief. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Genau, bleib oben halte. Wenn es geht, das linke Bein ausstrecken. Die letzten 4. Und zuständig, Wirbelsäule wieder auf den Boden bringen, dazwischen kurz deinen Rücken entlasten, das heißt, du machst dich ganz, ganz rund, sehr angenehm. Und dann bitte die Beine aufstellen, deine Handeln sind hier, komm hinauf, schau nach vorne, dreh deine Handflächen um und zieh zu deinem rechten Fuß. Arbeite bitte ganz ohne Schwung.
Lass auch gerne die Hand weg und stütze deinen Kopf. Noch viermal. Noch dreimal. Noch zweimal. Und die andere Seite. Linker Fuß achtmal. Sehr gut. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und bitte abwechselnd. Einmal rechts, einmal links. Genau. Letzten vier. So, jetzt noch beide. Achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und den Nacken geht es jetzt gleich ein bisschen besser. Das heißt, du stützt deinen Kopf, machst den auch schon schwer, die Beine ein bisschen schließen und bring deine Schulterblätter vom Boden weg. Trotzdem bitte nach wie vor nach vorne schauen. Genau. Noch viermal. Drei. Zwei. Genau. Mach auch das mit Punkten, so wie wir es vorhin bestehen gehabt haben. Das heißt, zwei Schläge oben und hoch, eins, zwei und tief. Viermal noch, drei, zwei, genau, mach so weiter und dreh dich, wenn du oben bist, und zwar nur zur rechten Seite. Noch vier, drei, zwei, genau, mach so weiter, dreh dich zu deiner die linken Seite. Letzten vier. Okay. Machen wir noch immer so weiter, das Ganze abwärts. Hoch, rechte Seite und tief. Hoch, linke Seite, Mitte tief. Hoch, rechts und tief. Genau, die letzten vier. Bitte wieder ein bisschen alleine lassen, komm auf zwei hoch und versuch das ganz, ganz langsam. Wenn du dich nicht aufsetzen magst oder kannst, dann arbeite im unteren Bereich, aber auch ganz ohne Schwingen. Was du jetzt noch machen kannst, wenn du oben bist, die Arme noch ein bisschen öffnen und wieder runtergehen. Hoch, öffnen. Und langsam zurück. Achtmal. Die letzten vier. Einmal geht's noch. Komm, einmal machen wir's noch. Genau. Bring deine Beine in die Luft für das rechte Bein mit deinem linken Arm zusammen. Atme aus und rein. Noch vier. Drei, zwei, die andere Diagonale, achtmal, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und abwechselnd. Einmal rechtes Bein, einmal linkes Bein. Noch vier. Wunderbar, die Beine wieder aufstellen, Kopf wieder schön in die Hände legen, komm nochmal hoch, bring bitte nochmal deine Schulterblätter schön hinauf. Noch viermal, noch drei, noch zwei, okay, geht wieder nach vorne, nehmen wir noch einmal die Hanteln, zieh jetzt zu deinem rechten Knie. Die letzten vier. So, wunderbar. Jetzt kommt schon dein linkes Knie dran. Achtmal. Letzten vier.
Sehr schön. Bitte abwechseln. Rechtes Knie, linkes Knie. Gleich haben wir es geschafft. Noch viermal. Noch drei. Noch zwei. Und zum Abschluss noch beide Knie anpeilen. Achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und da haben wir es schon geschafft. Gemeinsam wieder die Handel ablegen. Kopf ablegen. Ganz lang machen. Ganz, ganz lang machen. Schön durchatmen. Augen schließen. Zieh dann wieder dein rechtes Knie ganz fest zur Brust. Zieh dein linkes Knie zur Brust. Ganz fest Herz hin. Halte dich bitte gleich an diesem Bein hier fest. Ziehe dich hoch. Gehe in die Rückseite deiner Beine. Dazu bitte die Knie strecken, die Fußspitzen herziehen und zieh nach vorne. Vielleicht kommst du sogar zu den Fußspitzen hin. Und lockeres. Bauch-Bizeps-Dehnung, das Oberschenkel Vorderseite schön nach hinten ziehen. Und das zweite Bein nach hinten zieht. Und wieder locker. Dann kommen wir wieder Wirbelsäule wie rechts hinauf. Stütz dich ab und hoch. Locker die Beine ein bisschen aus. Dehne den Trizeps. Bring den Arm nach hinten. Halte deine Knie wieder locker und dehne den zweiten Arm nach hinten. Locker lassen die Schulter dehnen, das heißt, du bringst deinen Arm vor dem Schultergürtel hinüber. Gelassen, zieh dann noch ganz weit zur Seite hinüber. Und zur zweiten Seite. Und wieder zur Mitte zurück, Dehnung vorsichtig deinen Nacken schön rüberziehen. Und die zweite Seite. Wunderbar. Einen ganz guten Rücken noch machen, zieh deine Schulterblätter auseinander. Wieder locker lassen, die Arme hinten noch hinaufziehen. Ganz tief einatmen. Atme aus und lass dich einmal fallen, so richtig hängen lassen. Genüsslich. Die Knie sind locker, du legst die Hände auf die Oberschenkel, rollst dich Wirbel für Wirbel hinauf. Atmest nochmal ganz tief ein, machst dich lang. Atmest aus, atmest nochmal ganz tief ein. Und aus. Dann nochmal ganz liebe Grüße aus dem Stars Fitness in Klosterneuburg. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.